Justin Trudeau, seines Zeichens kanadischer Ministerpräsident, hat mal wieder einen rausgehauen. Aber bevor wir ihn zu Wort kommen lassen, möchte ich noch mal auf eine kleine Sache hinweisen, die eine, ja, möchte ich mal sagen, eine sehr große Bedeutung hat. Und zwar von dem Wort Erdkreis, und ich befinde mich hier bei wortbedeutung.info, und da heißt es Erdkreis. Was bedeutet Erdkreis? Bei Erdkreis handelt es sich um ein Singularwort, auch Einzelwort oder singulare Tantum genannt, das heißt ein Substantiv, das ausschließlich in der Einzahl gebräuchlich ist. Dann Begriffsursprung, lateinisch Orbis Terrarum im früheren 16. Jahrhundert übersetzt. Erdenkreis aus Erde und Kreis. Beispielsätze. Der oberste Chef des Vatikankultes lässt sich ja gern von seinen Untergebenen Lenker des Erdkreises nennen. So. Aber jetzt wieder zurück zu unserem Justin Trudeau. Und wieder zurück bei Justin Trudeau hier auf seinem eigenen YouTube-Kanal. Und da heißt es, ein Telefongespräch mit Jeremy Hansen, der erste Kanadier, der auf dem Mond war. Naja, ich weiß nicht, ob der so wirklich auf dem Mond war. Wahrscheinlich eher im Studio. Aber Herr Trudeau, der hat uns hier eine wunderbare Geschichte mitzuteilen. Auch wunderbar finde ich die Videolänge von 3 Minuten und 3 Sekunden. Und wir müssen mal hier bis zu der Zeitmarke, ja, so 2 Minuten und 4 Sekunden springen, denn da hat er uns was Wunderbares mitzuteilen. Lassen wir mal loslegen. Much. Like people are now, oh yeah, just another astronaut, just going to space again. I say, no. For close to 50 years, none of the people, the hundreds of people who've gone to space, have seen the full circle of the Earth. I mean, you get beautiful pictures from orbiters, from the ISS, but you don't see the full circle of the Earth. There's only 24 people in the history of the world who have seen the full circle of the Earth, and they're all Americans. Well, you will be the first Canadian. This is the first non-American. This is a big deal, and it's a Canadian, and it's you, Jeremy. I just cannot. And people get even more excited than they already were when they understand how momentous this is. But I just am so excited. Ja, meine Lieben, ich war auch sehr aufgeregt, dass er es gleich dreimal wiederholt hat, dass hier unser Astronaut ja einen wunderbaren Blick hatte auf den Erdkreis scheinbar. So heißt es zumindest von ihm, aber ob es tatsächlich der Erdkreis ist, den er da oben scheinbar gesehen hat, das glaube ich weniger, aber ich fand es sehr interessant, dass er hier das Wort Erdkreis benutzt hat und nicht eine Clownkugel oder irgendwie so einen blauen Planeten oder eventuell sogar einen Globus. So, und dann war ich noch hier auf dem Bibelserver unterwegs und habe nach dem Wort Erdkreis gesucht in der Bibel. Gleich vorweg, ich bin nicht religiös verbunden mit irgendeiner Kirche oder sowas, sondern ich sehe die Bibel eher als spirituelles Lehrbuch an. Und ich habe hier auf dem Bibelserver insgesamt 3 Übersetzungen gefunden, wo die meisten Treffer drin vorkam mit dem Wort Erdkreis, und da zeichnete sich ab, dass die Züricher Bibel insgesamt 35 Treffer insgesamt bei dem Wort Erdkreis hat. Es kam auch noch das Wort Erdkreise vor, wobei ich das eher ja als einen kleinen Witz halte hier, dass sie das Wort Erdkreise benutzt. Das gibt es, glaube ich, nicht. Aber sehr interessant, dass insgesamt auch nur 3 Bibelübersetzungen diese hohen Trefferzahlen hatten, mit über 30 Treffer mit dem Wort Erdkreis. Wie gesagt, es kam auch noch das Wort Erdkreise vor in diese Suche hier beim Bibelserver. Aber sehr interessant, dass nicht nur die Bibel von Erdkreis spricht, sondern auch unser kanadischer Ministerpräsident Justin Trudeau. Und das soll es wieder gewesen sein. Und ich wünsche euch ein frohes Osterfest und bis die Tage dann.